Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Surge 2. Wir gucken nochmal, was Brüderchen Eli zu melden hat. Vielleicht mal ein bisschen besser gucken hier. Au. Was ist denn hier? Warum habe ich denn schon wieder diese Waffe drin? Wow. Ich hab die falsche Waffe hier, ey. Das ist natürlich jetzt blöd. Ist natürlich blöd. Warum habe ich schon wieder diese Waffe drin? Jedes Mal. Hä? Ich ändere nichts. Oder? Habe ich die ja doch, als ich da oben zerstören wollte, ne? Und dann einfach runtergesprungen bin. Okay. Wir nehmen wieder die hier. Feuer, Pipapo, ist ja alles ganz toll, aber bringt ja nichts. Ne? Und was jetzt natürlich am blödesten ist. Bin ich nicht. Ich bin stärker denn je, du Abschau. Und jetzt. Jetzt bist du dran mit Stärke. Au. Yo, Eli. Nein. Ich dachte, ich kann ein bisschen blocken. Ja, die anderen beiden Gegner, da sind ein bisschen ein Problem. Was mache ich mit denen? Die müssen halt als erste schnell weg. Und dann muss ich mich erstmal fangen. Ne? Dann muss ich mich erstmal fangen. Ist aber alles, alles nicht so easy pupili. Au. Bin ich nicht. Na, vielleicht doch. Pass jetzt mal auf, Junge. Wow. Läufst du mal? Schiff zusammenreißen. Ja, dass du jetzt zweimal haust. Ist schon nicht nett von dir, ne? Bro. Ja, spring genau rein, Junge. Jo. Du bist ein bisschen faul geworden, ne? Läufst du denn gar nicht mehr selbst? Hier.
Ja. Ausdauer, mein Freund, ist auch nicht schlecht, wenn man die ab und zu mal ein bisschen aufbewahrt. Au. Was hat's Maul? Implantat, kritisches Beatmungs. Was macht das? Ja, Ausdauer, ja, ganz toll. Boah, Eli, du warst ein bisschen nervig, mein Freund. Aber jetzt bist du Geschichte. So, was liegt hier noch rum? Kann ich da jetzt? Okay, was erwartet mich hier noch? Das war ja hier, glaube ich, vom Professor oder so, ne? Okay. So, zum Labor. Ja, ja, ja. Ich habe gesehen, was sie da draußen gemacht haben. Harold war mir keine Hilfe. Aber sie waren für mich da und das rechne ich ihnen hoch an. Dieser Kerl da draußen, das war er, oder? Der leibhaftige Bruder Eli. Ich habe gehört, er ist in Märtyrertod gestorben. Hoffen wir, dass es diesmal dabei bleibt. Die Hüter des Funkens haben Naniten-Experimente durchgeführt, die ich selbst nie gewagt hätte. Ich nehme an, wir sind Zeugen des Resultats geworden. Und das ist nicht das Schlimmste. Athena wurde vom Nanitenschwarm verschlungen. Vielleicht mit meinen neuen Erkenntnissen können wir sie wieder herausholen. Aber unser Zeitfenster schließt sich sehr schnell. Es fällt mir schwer, aber ich muss sie erneut um ihre Hilfe bitten. Dann sprich. Ich würde Ihnen das alles noch im Detail erklären, aber vorher müssten Sie meinen Studiengang absolvieren. Wir benötigen Unmengen an Energie, um den Prozess rückgängig zu machen. Vertrauen Sie mir. An dieser Technik forsche ich nun schon sehr lange. Kümmern Sie sich einfach nur um die Lauferei. Den Rest übernehme ich. Ja, klar, kein Problem. Ich bräuchte enorme Mengen an Energie, um das zu schaffen. Das Einzige, was so viel Kraft in sich birgt, ist dieser verfluchte Funke. Unser Freund Eli hatte viele Anhänger, wissen Sie? Diese erbärmlichen Eiferer können Sie im alten Kraftwerk von Port Nixon finden, wo sie den Funken anbeten wie ein Heiligtum. Aber sie kommen nur in ihre Kathedrale, wenn sie die Drahtseile hochfahren können. Dafür können sie das Ding hier verwenden. Hier, geht aufs Haus. Oh, das ist der neue Greifhaken, gell? Das ist nice. Ich hatte früher mal geschäftlich mit denen zu tun. Matriarchin Celeste kann eine sehr überzeugende Frau sein. Am Ende gingen unsere Ansichten zu Naniten dann aber doch weiter auseinander, als ich gedacht hätte. Belassen wir es dabei. Mhm. Ha, diese Fanatiker nennen es die Kathedrale des Funkens. Doch wenn sie nach einer Kirche suchen, werden sie nicht fündig werden. Sie sollte nicht schwer zu finden sein, wenn sie im Hafenviertel nach zwei seltsam aussehenden Kühltürmen suchen. Mhm. Ja. Habe ich, aber jetzt ist nicht der richtige Augenblick, um darüber zu reden. Menno. Zuerst kommt unsere Mission. Ich hoffe, das verstehen Sie. Ich glaube, nein, ich weiß, dass ich Ihnen helfen kann. Entfesseln Sie Ihr volles Potenzial. Es gibt keinen Grund davor, Angst zu haben. Es gibt da noch etwas, das ich herausfinden muss. Alles zu seiner Zeit. Ha, das können Sie laut sagen. Bescheuerter Name für einen großartigen Prototypen. Er sollte alle unsere Energieprobleme auf einmal lösen. Aber die Technologie war zu instabil. Creo war heilfroh, den Prototypen zu entsorgen.
das hat die technikgläubigen Fanatiker auf den Plan gebracht. Okay. Wir sehen uns. Durchhalten, Athena. Dann machen wir das mal. Was ist denn hier? So, da geht's nur rein. Wir wollen aber zurück. Also der Kampf gegen Eli war jetzt nicht so schwer, fand ich. Nachdem man erstmal die beiden Kumpels besiegt hat, war das dann doch eigentlich ganz easy. Da kommen wir halt nicht durch, ne? So, und hier hoch. Yeah. Hoch kommen wir. Was ich schon mal super finde. Aber dann kommen wir nicht weiter. Spezialangriff. Was sollte denn dieser Spezialangriff sein? So, hier kommen wir hier raus. Ich vermute mal, das sollten wir auch. Und dann? Ich will jetzt hier nicht wieder zu viele Wege gehen. Wir müssen jetzt erstmal zur Bar, glaube ich. Ne, wir wollen ja wieder nach Port Nixon, gell? Zwei Türme am Hafen. Also zur Bar. Und von der Bar aus kamen wir dann wieder. Ich muss suchen. Das ist lange her. Das ist lange her. Genau, die Bar trennt jetzt hier Gideon's Rock. Und Downtown dann, ne? Und wir wollen nach Port Nixon. Was ist das? Achso. Jo. Da steht hier immer noch. Ich weiß nicht so wirklich, was ich bei ihm machen soll. Egal. So, die Gegner sind natürlich auch noch da. Die lustigen. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt untergehen würde? Quasi. Unser Delver ist ja nicht mehr da. Da gibt es jetzt einen neuen dafür. Was soll ich mit euch? Bist du ja wieder. Kennen wir uns nicht? Bin gerade aus Port Nixon hierher gezogen. Die Welt mag zum Teufel gehen. Doch immerhin ist der alte Gideon da, wo er hingehört, oder? Ja. Also, aber... Jetzt könnten wir mal hier gleich ran. Wupp. Wupp. So. Jetzt sind noch Leute. Hier gibt es ein neues Audio-Log. Hab dir eine kleine Nachricht hinterlassen. Nur für alle Fälle. Ich und die Jungs, wir sind unterwegs. Gibt für uns nichts mehr zu tun, jetzt wo das Vieh abgekratzt ist. Pass auf die anderen Jäger auf. Denen ist nicht mehr zu helfen. Jedenfalls, ich bin mir sicher, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Wie sagt man noch so schön? Man trifft sich immer zweimal im Leben. Ach, und glaub ja nicht, dass wir deine Schulden vergessen haben. Du stehst jetzt mächtig bei uns in der Kreide. Ich bei euch. Warum? Hey, Naniti.
Ich wollte nur mal hier zur Bar, ne? Tschüssi. Und bei der Bar gab es ja auch gleich wieder ein Dings. Gab es ein Easy Way von hier zu Port Nixon? Nee, ne? Wir mussten schon ein bisschen laufen. Aber jetzt erstmal zur Bar. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was fertig oder so. Mal schauen. Waren wir lange nicht. Ich höre keine Mucke mehr. Schnellreise. Exxon Lines. Okay. Hey, du. Ja, was ist? Ja, bei dir hatten wir auch was, ne? Ich glaube, ich nicht, zieht's oder? Hier drin oder bringst du wirklich so viel frischen Wind in die Sache? Komm schon, zeig's mir. Ich weiß gar nicht mehr, was der haben will. Das hier? Nicht. Nicht. Was wäre denn damit? Nee, das kriegst du nicht. Ich weiß halt nicht, was... Was hier von den Statuen ist. Wenn du mehr Teile gefunden hast. Hast du gesehen, was da draußen passiert ist? Wir müssen uns zusammentun, um was Großes anzusetzen. Etwas Schockierendes. Etwas, das zählt. Ich kann nicht zählen. Weil es das einzig Richtige ist. Die Welt versinkt im totalen Chaos und keiner rührt auch nur einen Finger außer dir. Ich habe die Geschichten gehört, alle. Ich mag gute Geschichten. In Jericho reden alle über dich. Manche nennen dich einen Helden, manche halten dich für einen irren Massenmörder. Scheiße, Mann, wahrscheinlich bist du beides. Aber immerhin bietest du diesen Hütern des Funkens die Stirn. Immerhin tust du was. Das bewundere ich an dir. Das ist das, was ich, was Iron Mouse, immer versucht hat. Diese Stadt braucht jetzt ein Zeichen. Jemand, der für Gerechtigkeit einsteht. Du bist unterwegs zur Kathedrale des Funkens, oder? Passt richtig. Genau in meine Pläne. Diese verrückten Kultisten werden mich gar nicht kommen sehen. Weil du gar nicht da bist? Ich schleiche mich wie ein Schatten da rein. Und zusammen wischen wir mit diesen Übeltätern den Fußboden auf. Übeltäter, gutes Wort. Sollte ich öfter verwenden. Ja. Tschüssikowski. Hier komm ich, der Retter der Nacht. Oh Gott. So, was ist hier? Und was ist hier? Waren wir schon, okay. Komm, bevor wir hier jetzt noch lange rumlabern, war es das erstmal für diese Folge von Search 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.